lecker. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Der leckerste Glühwein auf dem Schermbecker Weihnachtsmarkt. Lässt die Haare sprießen und die Fußnägel auch. Werft durch von der Nasenspitze bis zum dicken Zeh. Kommen Sie ran. Die schöne alte Zeit. Oder besser gesagt, die schöne alte Weihnachtszeit. Genau so hieß es am Samstag auf der Schermbecker Mittelstraße. Und das zum 8. Mal. Nach dem Erfolg der vorangegangenen Jahre beteiligten sich bei dieser Ausgabe wieder mehr der Schermbecker Geschäftsleute und Vereine und präsentierten außergewöhnliche Stände. Was wir merken, ist, dass wir verstärkt Schermbecker Vereine, Gruppierungen mit ins Boot bekommen, die also wirklich sagen, wir finden das gut, das macht Spaß. Man darf auch mal sagen, wir setzen doch ordentlich unsere Produkte um, ja, das gehört ja auch mit dazu. Wenn ich mir was wünschen darf, dann sage ich immer, Mensch, die vielen Besucher, die alle kommt und ihr das gut findet, ne? Die ihr euch wirklich Zeit nehmt und das alles ein bisschen ruhiger machen möchtet, setzt euch einen Hut auf, bringt eine Mütze mit, werft einen Käppi über und nehmt wirklich teil und taucht ein in diese schöne alte Zeit. Dann belebt sich das alles noch viel mehr. Aber nicht nur an den Ständen gab es für die Besucher Attraktionen, sondern auf der kompletten Mittelstraße bewegten sich Akteure, die ihre Rolle wirklich gut verkörperten. Ich bin eine Marktfrau, die in der Weinschenke steht und mit ihrem Mann zusammen das Universalspezifikum verkauft nach einem alten 100-jährigen Familienrezept. In den unzufriedenen Schermbecker Arbeiter, getrieben von der Frau, kein Geld, kein Urlaub und Rücken ohne Ende. Ich muss weiter. Die Frau guckt schon wieder so böse. Ankommen, weiterschieben. Ich bin die Martha. Ich arbeite auf dem Gutshof. Und ich bin die Marie. Ich bin die Frau von dem Kohlenhändler. Der steht da vorne am Glühweinstand. Verkauft keine Kohlen oder das bisschen an Kohlen, was er verkauft, das setzt er gleich in Glühwein um. Ich muss also schwer hier arbeiten und Currywurst verkaufen, damit wir irgendwie über die Runden kommen. Es ist ein hartes Leben als Kohlenhändlerfrau. Ja, ich bin der Kohlenhändler und ich versorge hier die Feuerstellen mit Kohle und Brikett, damit die Händler nicht frieren müssen. Und traden tue ich dagegen Getränke. Verkörpere oder versorge die hiesige Gastronomie mit dem edlen Getränk aus Issum, nämlich mit dem Diebelsalt. Sehr wichtig. Um eine passende Stimmung zu erzeugen, organisierten die Veranstalter Strohballen und Kartoffelsäcke. Die Vorbereitung nahm nicht nur viel Organisationstalent in Anspruch, sondern auch Muskelkraft. So waren die Verantwortlichen am Vorabend etwa 3 Stunden damit beschäftigt, Strohballen zu laden. Und das im strömenden Regen. Das waren 302 Stück. Die haben wir dann heute Morgen ab 7 Uhr verteilt. Dabei waren 10 Aufbauhelfer von der Gesamtschule. Heute Abend werden wir schätzungsweise 3-4 Stunden brauchen, um das ganze Stroh, was wir heute Morgen verteilt haben, wieder einzusammeln und aufzufegen. Eine große Hilfe sei es, dass das Entsorgungsunternehmen Drehkopf aus Förde sich angeboten habe, am Abend zu helfen, das Stroh zu beseitigen. Ebenfalls waren auf der Mittelstraße verteilt Feuerstellen, die für kuschelige Stimmung sorgten. Mit viel Liebe zum Detail sorgten sämtliche Beteiligten einen bleibenden Eindruck. Auch Wolfgang Lensing ist mit der Resonanz total zufrieden. Als Veranstalter freue ich mich ja, oder die Werbegemeinschaft freut sich, wenn das Konzept aufgeht und wenn du siehst, dass die Menschen, die Besucher der Einladung gefolgt sind und genau das passiert, was wir ja wollen. Langsam laufen, Zeit nehmen, Ruhe haben. Ist gut. Es war ein fantastisches Erlebnis, gemütlich über die Mittelstraße zu schlendern. Sei es zum Shoppen, Bekannte treffen oder sich bei einem Glühwein aufzuwärmen. Die 8. Ausgabe der schönen alten Weihnachtszeit konnte am Erfolg der vergangenen Jahre anschließen.